Ja, ich fange einfach mal an. Mein Vortrag bezieht sich jetzt auf die Enigma. Ich möchte die Enigma einfach mal vorstellen und vorstellen, wie die Enigma einen Text verschlüsselt. Und das Schöne an der Enigma ist, dass man da sehr gut erklären kann, wie eine Verschlüsselung funktioniert und was bei einer Verschlüsselung so alles falsch gemacht werden kann und wo halt so subtile Möglichkeiten für Fehler liegen bei der Konzeptionierung einer Verschlüsselung. Die Enigma ist eine Verschlüsselungsmaschine, die haben die Nazis hauptsächlich im Zweiten Weltkrieg benutzt. Die Enigma ist auch schon etwas älter und beruht halt auf dem Prinzip des Rotor-Prinzips. Ist ähnlich wie ein Tacho, der halt dann einen Walzensatz, den kann man hier sehen, bei jedem Tastendruck fortschaltet. So, als erstes, was ist eigentlich Verschlüsseln? Man nimmt einen Klartext, hier, hallo Mutti, hat ein kryptografisches Verfahren und einen Schlüssel. Und hier ist das kryptografische Verfahren einfach der sogenannte Caesar-Shift, hat schon Julius Caesar benutzt, ist einfach eine Verschiebung im normalen Alphabet, wie man das kennt. Und der Schlüssel dazu ist halt 4. Und wenn man dann dieses Verfahren auf diesen Text anwendet, kommt halt dann irgendwie sowas raus. Man sieht halt hier irgendwie P und P und L und L und T und T. Das ist nicht wirklich gut, ist leicht zu erkennen. Und das führt uns halt jetzt dazu, was ein Alphabet ist. Also ein Alphabet ist halt jede beliebige Anordnung von endlich vielen Symbolen, die dann halt eben auf den Klartext angewendet werden und diesen verschlüsseln. Also jedes Alphabet, was man hier sieht, gilt halt als kryptografisches Alphabet. Das Prinzip einer Verschlüsselung ist einfach das Ersetzen von Schriftzeichen. Hinterher sieht es dann nach Zufall aus, ist aber keiner. Und mit dem richtigen Schlüssel kann man dann halt eben den Geheimtext wieder in den normalen Text überführen. Und es ist halt auch die Eigenschaft, dass man jeden beliebigen anderen Text gleicher Länge daraus erzeugen könnte mit einem anderen Schlüssel. Das ergibt dann aber eigentlich keinen Sinn. Wenn man jetzt so etwas Einfaches wie den Caesar-Shift anwendet, dann erhält sich halt immer noch dieses Häufigkeitsgebirge, was jeder natürlichen Sprache und den Worten enthalten ist, mit halt im Deutschen einem sehr hohen Peak beim E, was halt sehr typisch ist. Und wenn man das erstmal rausgefunden hat, welche Sprache da zugrunde liegt und man dann das Häufigkeitsgebirge hat, kommt man dann halt eben relativ schnell auf den Schlüssel. Eine zweite Angriffsmöglichkeit ist halt die sogenannte Musteranalyse. Da kann man jetzt sowas wie Max Mustermann nehmen und wendet das auf den Geheimtext an und sieht dann halt irgendwann, wo praktisch das Wort Max Mustermann drinne vorkommen könnte. Wäre auch so ein Hinweis. Schlechte Verschlüsselung. Der sogenannte Herr Hubert Kerckhoff, der hat dann das sogenannte Kerckhoffsche Prinzip formuliert, was halt die Trennung zwischen dem Algorithmus, der braucht keine Geheimhaltung, der darf halt absolut bekannt sein, und der Geheimhaltung des Schlüssels proklamiert. Und damit kann man halt sehr gute Verschlüsselungsalgorithmen bauen. Hier sehen wir eine Nahaufnahme der Enigma. Es gibt halt hier diesen Walzensatz. Dann ist Lampenfeld, da werden die verschlüsselten Buchstaben angezeigt. Das funktioniert halt wie eine Tastatur auf einer Schreibmaschine. Hier vorne noch ein Steckerbrett, wo dann nochmal permutierte, also wo die Buchstaben nochmal zusätzlich permutiert werden. Das erzeugt nochmal mehr Chaos im Verschlüsselungstext. Hier nochmal das Steckerbrett von vorn. Da werden halt jeweils dann die Buchstaben über solche Doppelkontakte miteinander vertauscht. Im Inneren dieser Enigma gibt es diese sogenannten Rotorwalzen. Die haben dann hier verschiedene elektrische Kontakte, 26 Stück. Und im Inneren sind die Kontakte jeweils untereinander mit einem anderen Kontakt verbunden. Und es stehen immer mehrere Walzen nebeneinander. Und der Strom fließt dann halt von einer Walze in den einen Kontakt rein, kommt zum anderen raus und fließt in die nächste Walze hinein.
Weiterhin funktionieren diese Walzen wie die Mechanik bei einem Tachometer mit einer Fortschaltkerbe, die dann bei einem vollständigen Umlauf die nächste Walze auch um einen Zacken weiterschiebt und dann werden die ganzen Verdrahtungen innen drin wieder auf andere Kontakte geschaltet und erzeugen dadurch halt wieder mehr Chaos. Das ist eine kleine Schaltprinzip-Skizze dieses Enigma-Verschlüsselungssystems. Hier vorne haben wir dann die Tasten, die man drückt. Es wird ein Stromkreis geschlossen, das geht ins Steckerbrett. Hier ist der Steckerkontakt A nicht gesteckert. Das heißt, der Strom fließt einfach hier hinten lang und geht dann in diesen den Walzen-Stack und wird hier hinten an der Umkehrwalze, zu der kommen wir noch, umgelenkt und wieder durch den Walzen-Stack zurückgeschleust, fließt hier lang durch das Steckerbrett und bringt dann irgendwann die Lampe zum Leuchten. Also wenn ich jetzt die Taste A drücke, leuchtet Taste D auf und D ist dann der durch in A verschlüsselte Buchstabe. Hier nochmal die Walzenfunktion. Ich drücke also den Buchstaben A. Der Strom fließt durch die Walzen und bringt den Buchstaben G zum Leuchten. Wenn ich jetzt nochmal A drücke, wird die Walze 1 weiter gedreht und es erscheint beim nächsten Mal drücken A der Buchstabe C. Und wenn ich wieder A drücke, erscheint wieder ein anderer Buchstabe oder sogar nochmal C. Das ist halt dann sehr, das ist dieses Prinzip dieser Enigma, dass die halt für jedes Drücken eines Buchstabens eine neue Verdrahtung erzeugt und damit auch ein neues Verschlüsselungsalphabet im Hintergrund benutzt. Die Enigma ist eine Verschlüsselungsmaschine, die polyalphabetisch arbeitet. Der Caesar-Schiff, den ich zu Anfang genannt habe, arbeitet monoalphabetisch, also es wird immer dasselbe zugrunde liegende Alphabet benutzt. Und bei einer polyalphabetischen Verschlüsselung wird halt bei jedem Tastendruck ein neues Alphabet erzeugt, was dann bei 26 verschiedenen Buchstaben dann dementsprechend 26 Fakultät verschiedene Alphabete ergeben würde. Das sind dann durchaus sehr viele Möglichkeiten mit 88 Bit und ist für die damalige Zeit extrem viel gewesen. Und ist eigentlich auch sollte eigentlich zu einer sehr starken Verschlüsselung führen, aber die Enigma hatte halt konstruktive Fehler und auch konzeptionelle Fehler, die Enigma dann eigentlich auch sehr stark geschwächt haben. Hier nochmal das Prinzip, ich kann halt den Buchstaben A drücken und bei jedem Mal drücken entsteht halt ein anderer Buchstabe, für B genauso. Und hier haben wir dann halt jeweils das Alphabet, was zugrunde liegen würde. Das Prinzip für das Verschlüsseln ging nach einem sogenannten Tagesschlüssel. Dafür gab es Codebücher, da stand halt drinne, zu welchem Tag des Monats man welchen Schlüssel benutzen sollte. Es gibt eine sogenannte Umkehrwalze. Da gibt es zwei verschiedene. Die Walze B wurde halt ausgewählt, dann die Walzenlage. Ich konnte also die Walzen, die man hier vorher gesehen hat und die an dieser Stelle eingesetzt wurden, die konnten halt auch ausgetauscht und beliebig eingesetzt werden, was auch nochmal zur Stärkung der Verschlüsselung beiträgt. So, nachdem ich dann für meinen speziellen Tag meine Walzenlage, Ringstellung und die Steckerverbindung vorne auf dem Steckerbrett ausgewählt habe, suche ich mir halt nur zufällige Grundstellung, stelle die Maschine darauf ein, suche mir einen Spruchschlüssel aus, verschlüssel diesen, habe dann eine Ausgabe, EWG, also RTZ wird in EWG verschlüsselt. Das schreibe ich dann in den Kopf der Nachricht und verschlüssel dann im Anschluss damit meine zu verschlüsselnde Geheimnachricht. Hier habe ich das mal beispielhaft mit der Kryptokon gemacht und der Text sieht dann aufbereitet sehr unleserlich aus, schon mal, ist aber im Moment noch hier Kryptokon zu lesen. Für Leerzeichen, Satzzeichen und so weiter wird halt jedes Mal noch ein X dazu genommen und Zahlen werden halt auch als Zahlen vollständig ausgeschrieben. Die verschlüsselte Nachricht sieht dann so aus und
ist nicht mehr zu erkennen, was das mal ursprünglich gewesen sein soll. Also jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Das Entschlüsseln geht dann einfach nur in die Gegenrichtung. Das ist ein Vorteil bei der Enigma oder ein augenscheinlicher Vorteil, dass halt Entschlüsseln dem Verschlüsseln entspricht und das praktisch in beide Richtungen funktioniert. Aus der heutigen Verschlüsselung mit asymmetrischen Schlüsseln kennt man das halt anders. Dann gibt es nur einen Schlüssel zum Verschlüsseln und nur der Empfänger hat dann den Schlüssel, um das dann wieder zu entschlüsseln. Und es ist halt nicht invers. Der Schlüsselraum der Enigma, den kann man ungefähr so berechnen, dass man halt eben 3 von 5 Walzen aussucht und die Ringstellung nochmal zusätzlich einstellt. Das ist halt dann die Position der Übertragungskerbe, die die Fortschaltung im Tastendruck übernimmt. Die kann halt 26 verschiedene Buchstaben hoch 2, weil ich halt mehrere Walzen habe, hintereinander betragen und die Walzenstellung zu Anfang gibt eine durchaus hohe Bittiefe. So, hier nochmal die Gesamtberechnung. Also 2 mal 10 hoch 23 Möglichkeiten für die Enigma ist schon ziemlich viel. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Brechen dieser Enigma. Im Laufe des Krieges, da gab es auch jetzt letztes Jahr, 2015, einen Film, Imitation Game, wo halt nochmal so ein bisschen die Geschichte beleuchtet wurde, was halt im Bletchley Park, vor allen Dingen auch durch die Arbeit von Alan Turing, da durch die alliierten Kräfte eigentlich geschafft wurde. Und was halt auch erkennbar ist an der Enigma, ist, dass die Anwender, also die Nazis, damals zum Glück haufenweise Fehler gemacht haben in der Anwendung der Enigma, die halt auch zum Schwächen der Enigma selber und auch zum Entschlüsseln beigetragen hat. So, wenn wir uns jetzt hier nochmal diesen Walzen-Stack angucken, dann sehen wir, dass halt der Tastendruck auf A einen Strompfad innerhalb dieses Walzenstacks erzeugt, der an der Umkehrwalze wieder reflektiert wird und wieder aus dem Walzenstack hinausgeführt wird. Dadurch hat man einerseits den Vorteil, dass halt das Verschlüsseln gleich dem Entschlüsseln wird, aber gleichzeitig kann ich einen Buchstaben A nicht in sich selber verschlüsseln, was die Anzahl der wirklich möglichen Alphabete reduziert. Gleichzeitig sind verschiedene andere Schwierigkeiten damit verbunden, weil jetzt wird etwas mathematisch. Es gibt, also die Umkehrwalze erzeugt eine Involution. Das heißt, dass die 1 in die 3 verschlüsselt wird und ich immer Buchstabenpaare erzeuge. Ich kann jetzt aber keinen Buchstaben. Ich kann keine 3 Buchstaben untereinander tauschen, dass jetzt die 1 in die 3, die 3 in die 2 und die 2 in die 1 getauscht wird. Also ich kann nicht ein A in ein B und ein B in ein C und ein C in ein A verschlüsseln. Das geht nicht. Das reduziert, okay, hier nochmal andersrum. Also das erzeugt auch eine fixpunktfreie Permutation. Wenn ich jetzt unser normales Alphabet nehme, dann wäre ein Fixpunkt der Buchstabe B, der hier jetzt an seiner natürlichen Stelle stehen würde. Und dieses Alphabet ist als Fixpunkt behaftet. Dieses Alphabet ist aber in der Enigma nicht möglich, weil B halt an derselben Stelle steht. Wenn man jetzt mal einfach die Möglichkeiten durchkalkuliert mit nur 4 Buchstaben, dann würde durch die Permutation mit den Fixpunkten fallen alle diese Alphabete hier weg. Übrig bleiben diese Alphabete. Das ist eine durchaus starke Reduzierung im Vergleich zu diesen Möglichkeiten. Dadurch, dass die Permutation noch nicht involutorisch wird, das heißt, dass, wie hier zu sehen, dass das C A
Also das C wird mit dem A vertauscht. Das A wird mit dem B vertauscht. Und das D wird mit dem C vertauscht. Also es wäre halt diese Dreifachtauschung, die ist halt nicht möglich. Dadurch fallen halt eben bei nur bei 4 Buchstaben schon, die eigentlich 26 Möglichkeiten ergeben müssten, ein Großteil weg. Also es fallen 23 Möglichkeiten weg von Alphabeten, die uns zur Verschlüsselung zur Verfügung stünden. Und übrig bleiben halt 3. Auf 26 Buchstaben hochgerechnet bleibt da zwar immer noch eine erhebliche Menge an Möglichkeiten übrig, aber halt eben nicht genug. Also von 26 Fakultät bleiben am Ende nur 25 Doppelfakultät Möglichkeiten übrig. Das wären halt nicht 4 mal 10 hoch 23, sondern nur noch 8 mal 10 hoch 12. Und das ist dann schon echt sehr, sehr viel weniger. Das ist aber noch nicht die schlimmste Geschichte, weil die schlimmste Geschichte ist eigentlich, dass logische Aussagen über den Text möglich sind. Weil ich kann keinen Buchstaben in sich selber verschlüsseln. Und das ist eine Information, die sehr gut genutzt werden kann. Weil jetzt kann ich nämlich sogenannte Kollisionen finden. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Wort habe, wo ich sicher sein kann, dass das im Text vorkommt, zum Beispiel im Wetterbericht, auch die Wetterberichte wurden von den Nazis verschlüsselt. Und im Wetterbericht, naja, okay, den kann man ja auch für eine bestimmte Region in Erfahrung bringen. Oder zum Beispiel hier habe ich das Wort Oberkommando der Wehrmacht genommen, das wurde auch sehr häufig benutzt. Und jetzt kann ich halt schauen, wo das im Geheimtext zu keinen Kollisionen führt, wie hier zum Beispiel das W würde hier an derselben Stelle stehen und hier an der Stelle kann halt kein Wort Oberkommando der Wehrmacht stehen. Logische Aussagen über den Text ist bei einer Verschlüsselung echt mies, so richtig mies. So, Verbesserungen an der Enigma wären halt nicht involutorische Stecker. Das wäre zum Beispiel einfach, dass man vorne im Steckbrett nicht 2 Buchstaben gegeneinander tauscht, sondern 3 Buchstaben im Ring tauscht. Das wäre relativ einfach möglich gewesen. Man hätte einfach nur ein paar Kabel krimpen müssen und die dann vorne halt reinstecken müssen. Weiterhin war die Umkehrwalze noch so ein, das war halt echt so dieser Beinbruch für die Enigma. Eigentlich war die Umkehrwalze gedacht, ha, okay, wir haben jetzt hier 3 Walzen, die Umkehrwalze schicken dann den ganzen Strom nochmal durch die ganzen Walzendeck, macht das alles viel besser und nicht involutorisch, wir können verschlüsseln, gleich entschlüsseln und alles ist super und nee, eigentlich nicht. Und das ist halt eigentlich so ein Beispiel, dass man bei einer Verschlüsselung echt mal auch drüber nachdenken muss, was man da eigentlich richtig tut. Und wenn so eine Verschlüsselung konzeptionell schon irgendwie gebaut wird und man da Fehler einbaut, die können halt sehr subtil auftauchen. Was weitergemacht werden hätte können, das Walzensortiment erweitern, mehr Fortschaltkerben in die Walzen einbauen, dass halt öfter die Walzen ihre Position zueinander ändern und auch die Verschlüsselungsvorschriften waren auch nicht wirklich gut überlegt. Die Nazis dachten sich, okay, wenn wir jetzt irgendwie die ersten 4 Tage im Monat irgendwie die Walzen 1, 2 und 4 benutzen, dann dürfen die den Rest des Monats nicht mehr vorkommen. Und was man damit eigentlich tut, ist sich praktisch die Menge an verschiedenen Möglichkeiten zu nehmen, die dann halt vom Feind auch wieder durchprobiert werden müssten. Man hat dem Feind eigentlich dadurch auch gut in die Hände gespielt. Bessere Beispiele für Enigma-Verschlüsselungssysteme oder für Rotorwalzensysteme waren die Typex MK3 und die Sigbar. Die hatten wesentlich kompliziertere Mechanismen, die auch nicht geknackt wurden. Nie. Allerdings, wenn man halt sehen kann, sind die Maschinen doch relativ groß und nicht so klein und kompakt wie die Enigma. Ist halt auch ein Nachteil, wenn man die dann im Feld einsetzen möchte. Und ja, damit komme ich auch fast schon zum Ende. Jetzt kann man ja noch fragen, was man eigentlich irgendwie so tun kann, dass man seine Verschlüsselung irgendwie sicher bekommt.
Also erstmal wieder das Kerckhoffsche Prinzip, Trennung zwischen Schlüssel und Verfahren. Das Verfahren darf halt bekannt sein, aber der Schlüssel muss geheim bleiben. Bei der Enigma war es zum Teil auch so, dass der Schlüssel in den Walzen selber enthalten war durch die Verdrahtung. Und die Alliierten haben halt auch mehrmals U-Boote zum Beispiel aufgebracht und sich halt eine Enigma dort aus dem U-Boot rausgeholt. Weiterhin sind die Alliierten dann auch an die Codebücher gekommen, wo halt drinne stand, zu welchem Tag welche Verschlüsselungen benutzt werden konnten. Dann immer irgendwie ist sehr gut, der Technik zu misstrauen. Also nie drauf verlassen, ich habe hier das sichere System gebaut, das ist absolut sicher, weil das ist eigentlich so der erste Schritt in Richtung, wir fallen auf die Nase. Dann sollte man immer auch seiner eigenen Kompetenz misstrauen und so ein bisschen Paranoia, das hat eigentlich noch nicht geschadet bei irgendwelchen technischen Prozessen. Ja, dann war's das.